Hallo meine Schnuckis, ich schätze mal, ihr kommt direkt von TikTok, weil ihr gesehen habt, wie ich aus dieser Cola eine Schleim-Cola gezaubert habe. Und zwar mit Hilfe von ziemlich einfachen Zutaten, wie zum Beispiel Tic Tacs, ein bisschen Natron und einer Prise Speisesalz. Und angeblich nach etwas Schütteln und Abwarten ist da wohl Schleim draus geworden. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, verrate ich euch in diesem Video. Auf jeden Fall sieht das Ganze doch schon mal richtig echt aus, oder? Schnick, schnack, schnick, schnack. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, glaubt nicht alles, was ihr im Internet und vor allem auf TikTok seht. Denn für diesen Schleim habe ich einfach nur ein bisschen durchsichtigen Bastelleim gebraucht, dann eine Prise Natron. Und jetzt guckt bitte genau, ich habe nicht alles genommen. Genau. So, dann braucht ihr noch braune Lebensmittelfarbe und davon nehmt ihr dann so viel, bis das Ganze von der Farbe her passt und einer Cola so ziemlich ähnlich sieht. Einmal alles umrühren, so, noch ein bisschen mehr Farbe, weil es ist noch nicht ganz die richtige Farbe. Dann braucht ihr noch ein bisschen Wasser, weil wir brauchen ja die Konsistenz eines Aquaslimes, damit es auch wirklich täuschend echt ist wie eine Cola. Dann kommen wir schon zur Kombilösung. Davon nehmt ihr dann so viel, bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es ein bisschen schneller. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Ich musste jetzt noch ein bisschen mehr nehmen, damit es passt. Und wichtig, wartet zwischendurch einfach mal 10 Minuten und lasst den Schleim in Ruhe. Dann wird er auch irgendwann fest. So, und ich glaube, das ist hier schon eine ziemlich gute Konsistenz. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Wasser rein, damit es noch ein bisschen flüssiger wirkt. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Natürlich wollen wir auch keine Cola verschwenden, deswegen gieße ich die in ein Glas und ich habe sie natürlich getrunken. Hier kommt nichts weg. So, und dann habe ich mit Hilfe eines Trichters den Schleim in die Flasche befördert. Das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann ist das Ganze dann durchgelaufen und dann konnte ich diesen tollen Effekt machen und so tun, als würde ich eine Schleim-Cola auskippen. Also ihr seht, da wurde ein bisschen getrickst. Also nichts mit Tic Tacs oder Natron oder Speisesalz. Ich habe ein bisschen in der Trickküche gekramt und ja, ich würde sagen, täuschend echt. Man sieht kaum, was ist Schleim, was ist Cola. Ja, und wenn ihr Lust habt, macht ihr das Ganze gerne nach. Wichtig, natürlich nicht zum Verzehr geeignet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Check, check!